Mann und Frau entdecken einen gigafetten Kometen, würde die Erde zerstören. Erst haben sie eine Party, weil sie denken, oh, geile Entdeckung, aber nein, dann berechnen sie die Flugbahn und wissen, scheiße, das Ding prallt auf die Erde. Nämlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,78%iger Sicherheit. Was jetzt entsteht ist Weißes Haus. Sie wollen die Präsidentin informieren, aber ihr nerviges Balk von Sohn ist auch dabei. Die wollen Mann und Frau nicht zuhören, sondern sie wollen Ruhe bewahren und sondieren. Also das Weiße Haus ist keine Hilfe. Sie müssen also an die Presse. Mann und Frau sind bei einem anderen Mann und einer anderen Frau von einer TV-Show. Frau dreht aber komplett durch, weil die TV-Show sie auch nicht ernst nimmt, genau wie das Weiße Haus. Presse mag aber den Mann, weil er gut aussieht. Ach ja, TV-Show-Frau und er fangen übrigens eine Affäre an und er trennt sich sogar von seiner Frau. Nach der Presse gibt das Weiße Haus aber kurze Zeit später den Kometenfund zu und teilt den rustikalen Kriegshelden zur Abfangmission zu. Jetzt ist Starttag, der rustikale Kriegsheld startet mit seinen Raketen, um den Kometen in 1000 Teile zu sprengen. Komm schon, ihr verdammten Wichser, zünden wir die Leute an, ja? Ein fetter Raketenabbruch. Hier ist auch die Erklärung dafür. Nämlich gibt es einen sehr komischen CEO-Typen, der sagt, in dem Kometen sind Rohstoffe im Wert von 140 Billionen Dollar. 140 Billis. Also es gibt einen neuen Plan. Sie docken auf dem Kometen an, führen Sprengladungen ein, zersprengen den Kometen und so viele Teile, die nicht gefährlich sind für die Erde, die fallen auf die Erde und werden da abgebaut. Frau dreht in der Bar komplett durch, weil sie diesen Plan bescheuert findet. Menschen hören das und denken, oh mein Gott, das ist echt ein bescheuerter Plan, fangen an zu randalieren. Mann wird wieder in die TV-Show eingeladen, weil er da gefeiert wurde. Und ich denke, wir sterben alle! Er verlässt die TV-Show-Frau und will wieder nach Hause zu seiner richtigen Frau. Oh shit, jetzt können alle den Kometen am Himmel sehen. Mann und Frau tun sich wieder zusammen und starten die Just Look Up-Bewegung. Jetzt gibt's wieder zwei Lager in der Gesellschaft. Ein Lager sagt Just Look Up, das andere Lager sagt Don't Look Up. Ja, aber dann kurze Zeit später. Was zur Hölle ist das? Start der CEO-Mission. Viele Drohnen gehen aber am Anfang schon verloren. Währenddessen sind der Mann und die Frau hat übrigens jetzt einen Jungen kennengelernt und ja, kurze Zeit später waren sie verlobt, wieso nicht, die Erde geht unter, sind jetzt zusammen alle bei der Ehefrau. Ahnend von dem, was kommt, wollen sie nämlich ein letztes Mal ein Familienessen haben. Parallel verkackt die Drohnenmission, der CEO und die Präsidentin verpissen sich in ein Spaceship mit Kryo-Schlaffunktion. Meanwhile beim Sohn der Präsidentin. Sie kommt zurück. Dann kommt ein emotionales und doch schönes Ende der Welt. Du kriegst mich niemals lebend! Das Spaceship landet 22.740 Jahre spät auf einem erdähnlichen Planeten. Sieht am Anfang tatsächlich ganz nice aus, wie das Paradies, möchte man fast sagen. Aber naja. Wie dann? Sollte dir dieses Video gefallen haben, dann gerne einen Daumen nach oben, das hilft dem Kanal enorm weiter und bleib gerne eingeschaltet, indem du den Kanal abonnierst, so verpasst du keine zukünftigen Videos von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!